So, YouTube. Hallo, hallo. Herzlich willkommen zu 7 Days to Sterben. Bei uns sind es 10 Days to Sterben. Und wir sind überladen, würde ich sagen. Und zwar ordentliche Kanne. Unser Haus liegt in die Richtung. Ich weiß halt nur nicht, lohnt sich das? Oder bauen wir uns was Eigenes auf? Ich würde ja in die Richtung eher was Eigenes aufbauen dann. Ich meine, viel mehr als nach hinten laufen will ich nicht. Ein riesiges Haus will ich auch nicht. In den Wäldern haben wir jetzt nichts gefunden. Piss off. Und ich will unbedingt meinen Stuff irgendwo sicher lagern. Wotten Residence. Halt, Mann! Dog Sneak. Ich mache einen Bogen drumherum. Überall, wo Hund dran steht oder eine Hundehütte ist, werde ich mich in Zukunft vom Fernhalten. Ich hoffe, ich sehe die mal rechtzeitig. Das ist ein Working Stiff Wagen. Ja, mecker nicht. Ah, die Stadt geht in die Richtung weiter. Ja, sag mal. Bin durstig. Aua. Eieiei. Gut, im Auto werde ich nicht viel finden. Eine Zeitschrift. Aber an diesem Wagen vielleicht ein Kochtopf? Eine Zeitschrift. Gut, Zeitschriften auch wichtig und richtig, dass der Dog Sneak. Kühlboxen auch immer gut. Nochmal Wasser. Also, am Wasser kann ich mich nicht beschweren dieses Mal. Das Einzige, wenn man sich komplett was Eigenes aufbaut, braucht man halt echt viel Zeug. Nicht wahr? So eine klitzekleine Hütte außerhalb wäre mir eigentlich am liebsten. Oh, ich weiß nur, im vorletzten Testspielstand, ich habe mir das Spiel installiert und dann habe ich es gleich wieder deinstalliert, weil ich so angepisst war. Kürbissamen, können wir mal fallen lassen. Dass ich es deinstalliert habe, um es dann gleich wieder zu installieren, nicht? Habe ich noch was zu essen? Kaffee, Wasser. Trink mal den Kaffee. Weil ich in einem Wildschwein gerannt bin. Ich bin gestartet auf einem Feld mit Wildschwein. Wow. Also beziehungsweise hier so gestartet, nicht? Und da waren die Wildschweine. Das war echt mies. Da habe ich gleich den ersten Verband innerhalb der ersten Minute verbraucht. Ah, ich musste natürlich auch reingehen. Aber ich habe das nicht gesehen. Das lag hinter so einem Holzballen. Hey, Hallöchen, kleiner Mann. Guck mich nicht so böse an. Und ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht ausgeht. Hey, du stehst nicht richtig. Na, sag mal, Junge. Na, also, wie viele Pfeile möchtest du denn noch haben? Mann. Aufdringlich. So, die Straße geht nach da hinten weiter. Da ist noch einer. Ah, der hat zwei gebraucht. Wow.
Tja, so die Frage. Liegt die andere Stadt in die andere Richtung? Wo gehen wir hin? Ich würde sagen, wir gehen wieder in unser Haus zurück. Ich finde das nicht sicher genug, das Haus. Vielleicht gucken wir hier auf dem Rückweg. Vielleicht, mittendrin will ich auch keins. Was eigenes bauen, das reißen sie einem auch sofort ein. Ich verballer halt nur gerade durchs Überladensein jegliche Energie unnötigerweise. Und kann natürlich nicht aufhören zu looten. Achso, da, hier war ich schon. Hier ist Wasser. Das wäre zum Beispiel schon nicht so verkehrt. Können wir mal in Richtung Süden laufen. Wobei, nach Süden wollten wir nicht, weil da das verbrannte Biom irgendwann losgeht, nicht? Man muss sich ja auch an so einem Ort ein bisschen zu Hause fühlen, nicht? Aber ich fühle die Ecke hier einfach so gar nicht. Aber je mehr ich sammle, desto mehr Kisten habe ich voll, desto öfter muss ich einfach nur laufen. Ist hier noch einer? Manchmal, glaube ich, hat das Spiel so ein bisschen Probleme mit Sounds. Und man denkt, die Sounds kommen von ganz woanders. Obwohl sie von vorne kommen und so. Das war schon früher ab und zu so. Warte mal, hier war ein Hund irgendwo. Oder? Hier war eine scheiß Hundehütte an irgendeiner Stelle. Und sowas. Dass ich da aus Versehen reinrenne. Auch Wasser. Ja, so ein Haus ist auch schon viel zu groß, nicht? War echt so eine kleine Waldhütte oder sowas. Ich muss auf jeden Fall erstmal die Sachen irgendwo ablegen. Aufpassen, nicht, dass hier eine Hundehütte war. Hier drauf vielleicht, aber das sieht gut gesichert aus. Was hat denn das, wie viel Level? 2. Wagner Residence. Na, sag mal. Ja, das ist die, die ich nie treffe. Die hat auch manchmal ein rotes Kleid an, nicht? Ich treff die denn da einfach nicht. Ja. Du dumme Eule. Also die hat irgendwie eine Hitbox, die ich nicht treffen kann. Weiß nicht, ob das Absicht ist, lustig sein soll. Ich find's nur irgendwie nervig. Das ist schon Working Stiff Tools. Piss off. Ich meine, hier wird zumindest ein bisschen gesichert, aber das ist... Nee, das ist es hier nicht. Das ist nicht die Stadt, in der ich sein möchte. Können uns da oben auf dem Turm, da habe ich auch schon mal gebaut. Ist halt auch semi-geil. Da oben auf so einem Flachdach vom Working Stiff. Ah. Das Haus hier hinten ist halt eigentlich am dümmsten, was am weitesten weg ist. Warte mal. Ich mach das jetzt auch nochmal anders. Hier beim Working Stiff eng war. Machen wir uns
So. Dachte, ich kann da rüber springen. Okay, schafft er nicht. Zumindest nicht in dem Zustand. Überladen. Dann hier. Ne, Pfeile brauche ich. Das andere kommt jetzt erstmal weg. Wir müssen unbedingt Zeug finden. So, die Eier brauche ich nicht. Das brauche ich. Wasser kann ich auch erstmal hier lassen. Nicht? Das Wasser kann ich eh nicht trinken. Das, falls ich wirklich stark Hunger kriege und nichts finde. Ja. So, hier gibt es ja auch noch mehr. Aber ich will jetzt mal ein paar Wohnhäuser durchforsten. In der Hoffnung, was Besseres zu finden. Bei dem kriege ich bestimmt gut Waffen und sowas. Pfeile nur. Aber Kochtopf wäre wichtiger. Gibt sicher 1000 andere Eingänge in dieses Haus. Oben drüber, links rum. Küche ist unten meistens, nicht wahr? War das das, wo man durch den Boden fällt? Wo war der Eingang? Hier. Bisschen Krachmann ist immer gut. Hat die hier einen Kochtopf? Das sieht auf jeden Fall nett aus da oben. Noch eine Kiste. Oh, und hier. Was zu essen? Geht doch so, okay. Ich dachte, ich muss da hoch. Noch mehr. Sehr, sehr geil. Eine Suppe, Nahrung und Wasser benutzen wir auf jeden Fall. Und Pillen. Pillen brauchen wir auch. Oh, wieder Honig gefunden. Das hatten wir. Noch mehr Wasser. Also Wasser bin ich ja wirklich sehr zufrieden. Oh, das Ding war auch mal gut. Komm her, du. Erwischt. Die treffe ich oft nicht. Werte Dame. Wir haben da was im Kopf stecken. Also, dass die...
Oh, geil. Dass die irgendwo durchbangen, gibt's immer noch, nicht wahr? Oh, Bücher, auch wichtig. Wie spät ist denn? 15.15 Uhr. Benutzen. Kaffee, aber auch nur Wasser drin. War kein Kochtopf. Hier war keiner drin. Nee, sehr gut. Aloe-Creme. Gott, wäre hier einer drin gewesen, hätte er mich schon längst überrascht. Wow, die Tür wäre offen gewesen. Und jetzt dürften die sich hier ausgetobt haben, oder? Da ist er. Ist er müde geworden? Ah! Komm her, du. So, weg. Ich hoffe nicht, dass jetzt einer von hinten kommt. Blaubeerkuchen? Ich glaub's ja gar nicht. Nahrung 45. Das bringt die auch Wasser? Dann essen wir das mal. So, auf jeden Fall, den heben wir uns aber auf. Für den Notfall. Oder wenn wir loslaufen am nächsten Tag oder so. Wichtiger wäre wirklich ein Kochtopf. Dann können wir nämlich das Wasser abkochen. Dann wäre easy. Nicht, sobald man Wasser abkochen kann. Das wäre der Gewinn. Ah, nix. Gebackene Kartoffel freigeschaltet. Nach unten wollen wir nicht, oder? Noch mehr Toilettenwasser. Bücher. Bücher auch immer gut am Anfang. Lüftungsgitter. Sonst ist hier nichts weiter. Na gut, war schon halbwegs erfolgreich. Wenn wir jetzt noch einen Kochtopf finden. Wo würde jemand seinen Kochtopf verstecken? Oh, auch ein geiles Buch. Oh oh. Auf den Hund habe ich keinen Bock. Im Auto haben die keinen Kochtopf, oder? Bauzement. Keine Pfeile mehr. Das sollten wir auf jeden Fall noch in Angriff nehmen. Ey! Hallo, Kleiner! Hallo, kleiner Mann!
Sehr gut, noch eine Kiste. Electronics, Ja, Bücher. Wir brauchen mehr Küchen, oder? Hier könnte man doch drauf bauen. Ja, wow. Gut, dass wir es nicht getan haben. Und da ist auch Wasser drin. Wir könnten da auf den Turm rauf. Kommen wir da hoch? Wir müssten auf den LKW immer rauf. Wären wir auf jeden Fall zentraler als da hinten. Und dann springen wir hier rüber. Wow! Boah, der hat mich eiskalt erwischt. Weil die immer auch so spät erst aufspawnen. War noch einer, oder? Ich habe gerade seinen Schatten gesehen. Das Problem ist, hier hat man wenig Baufläche für Sachen halt. Nee. Das ist es alles nicht. Wir erstmal alles einlagern, was wir da nicht brauchen. Na komm, essen wir das. Sortieren. Wir haben ja noch eine Kiste. Dann kommen da die anderen Sachen rein. Okay, schon mal gut. Ja, ich würde sagen, wir bleiben hier einfach nachts auf der Mauer oder so. Wir bleiben nicht nachts auf der Mauer. Auf der Mauer ist nicht gesund. Wie ist die über die Mauer gekommen? Halleluja. Waren wir da nicht schon drin im Working Stiff Tool? Okay, das ist eine Horde, nicht? Ach, die Leiter ist verbogen. Okay, da ist vielleicht schlecht. Ich habe mich spontan entschieden, nicht dahin zu gehen. Erwischt. Wasser. Dann kann man hier Fernsehen gucken. Noch ein Buch. Oder Zeitschrift. Das ist keiner, nicht? Ich glaube, ich habe selten so viel Wasser gefunden. Ist ja echt unglaublich. Ah, hier. Den jungen Mann habe ich schon gehört vom Weiten.
Sehr schön. Wo ist er hin? Willst du nicht mitspielen? Dann halt nicht. Oh. Der sah tot aus. Also er sah schon vorher tot aus, nicht? Hier ist noch irgendwo einer. Oh, Kaffeemaschine. Auch nochmal Wasser drin. Wir brauchen unbedingt einen Kochtopf hier. Habe ich die nicht gerade erledigt? Als ob der direkt respawned ist. Können wir nochmal was zu essen? Manchmal war da oben was drauf. Verriegelt. Da sind sie doch. Ich habe keine Pfeile mehr. Aua. Ey. Das meine ich. Manchmal kann ich den Abstand einfach nicht einrechnen. Ob ich noch in deren Reichweite... Boah, sind die laut. Bin oder nicht. Schweine. Ich finde es aber auch krass, wie viel stärker Pfeile einfach sind. Auch kein Kochtopf drin. Okay, 19 Uhr. Ich glaube, ich muss langsam der Wahrheit ins Auge blicken und wieder ins Haus zurückkehren erstmal. Vielleicht können wir noch eins auf dem Weg das da oder so machen. Warte mal, wohin müssen wir? Ja. Die Straße sind wir zum Beispiel noch gar nicht lang gelaufen. Ich brauche unbedingt auch... Oh. Bitte, bitte einen Topf, bitte einen Topf, bitte einen Topf, bitte einen Topf. Oh, wieder Bücher. Wir brauchen unbedingt Federn. Schweizer Residenz. Schade. Die Sachen, die auf dem Weg liegen, mit. Aber wichtiger wäre eigentlich, wenn wir im Wald Federn sammeln. Noch eine Stunde oder so. Nahrung können wir über den Blaubeerkuchen auf jeden Fall erstmal kompensieren. Wasser haben wir ein Problem, nicht? Wasser können wir erstmal nicht kompensieren aktuell. Und hier vielleicht ein Kochtopf irgendwo im Auto. Ja, ich höre dich. Nee, natürlich nicht. Ich habe auch keine Pfeile gefunden bisher, nicht? Ach, das Leben ist schon hart.
Das Leben ist ja keine Schachtel Pralinen, oder wie sagte man? Da ist ein Nest. Gut, ich muss sagen, im letzten Spielstand bin ich immer von Stadt zu Stadt gerannt und da durch die 500 Meter immer eine Weile durch den Wald gelaufen und habe dabei immer auf jeden Fall genug Federn gesammelt. Das Haus da oben, das könnte es werden. Gut, aber jetzt nicht heute. Aber es liegt relativ dicht am Wasser und beim Händler erstmal. Für den Notfall. Das war so ein doofes Ding. Okay, 21 Uhr. Na, ich würde sagen, dieses Mal überspringe ich die Nacht in der Aufnahme. Das ist, glaube ich, eine passende Zeit, dass wir uns dann da reinstellen. Und dann starte ich die Aufnahme zum Morgen oder so und dann gehen wir nochmal die ganzen Sachen durch, die wir übrig haben, nicht? Also Skillpunkte etc. Und nur wenn nachts was passiert, dann würde ich die Aufnahme starten. Sag mal, wo muss ich denn hin? Ich muss dann noch eine Weile laufen, nicht? Ich bin ein bisschen verfranst gerade. Not so gut. Ja. Das Spiel hat auf jeden Fall seinen eigenen Charme. Und so langsam ist die Grafik, auch wenn sie nicht vielleicht die beste ist, doch schon wieder fast retro, nicht wahr? So. Wo war denn das Haus? Da ist der Händler, dann muss es doch das da sein. Ja. Den hatten wir nicht, ja. Ich hoffe nicht, dass sie respawnen. Wir haben noch nicht einen Gebietsschutzblock gesetzt. Ich glaube, die respawnen werden auch noch nur ein paar Tagen oder so. Okay, hier haben wir schon mal 7 Wasser drin. Oh, hier haben wir ja noch Essen. Oh ja. Da können wir uns auf jeden Fall noch mal am nächsten Tag auf alles vorbereiten. Auch das hier wäre Nahrung, obwohl ich den Honig wegen Infektion heilen aufheben wollen würde. Ach, wir haben ja auch noch immer Schemmen hier. Na, ist doch auch super. Okay. Also, da haben wir also nichts zu befürchten. Wir haben sogar einmal Yucca, 34 Wasser. Das ist doch alles sehr, sehr gut. Tür ist zu. Die Nacht beginnt in wenigen Sekunden. Wir haben sogar echt viel Kunststoffabfall. Das habe ich im letzten Spielstand auch nicht bekommen. Sehr gut. Das können wir noch aufnehmen. Und wir haben Level 4 und damit nochmal wie viel Fertigkeitspunkte? 2, die wir vergeben können. Ich würde sagen, ich hocke mich hier hin und ihr werdet sehen oder nicht sehen, ob wir die Nacht überleben, nicht wahr? Ich hoffe, das wird gut. Bis gleich. Die Nacht beginnt. 3, 2, 1. Jetzt.